Moin Moin Kinder, und willkommen zurück zu Let's Play Brothers, The Tale of Two Sons. Ach ja, da bin ich. Die Kamera hat sich nur gedreht, deswegen war ich verwirrt. Und ich bin schon wieder verwirrt, weil ich diese zwei kleinen Freunde hier steuere und ich nicht weiß, wie es geht. Na gut, dann wollen wir uns weiter aufmachen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt, aber es stimmt hier gerade ziemlich. Also nicht hier im Spiel, sondern hier im Real Life. What the fuck is real life? Ich hoffe mal, dass man das nicht so sehr hören kann. Ich war leider ein bisschen bei der Wahl der Aufnahmezeit nicht ganz so flexibel heute mal. Kriegen wir das da überhaupt durch? Irgendwie nicht, ne? Na gut, dann probieren wir es mal so. Ach, das ist gar nicht so einfach. So, dann gehst du ein bisschen nach da, du gehst nach da. Ach, sowas kann ich ja eigentlich überhaupt nicht, ja? Aber gut, wir geben unser Bestes. Von weil ich auch gar nicht weiß, ob die Idee, die ich hatte, ob das wirklich richtig ist. Also ich will damit ja dieses eine Zahnrad da blockieren. Wir müssen aber ein bisschen so gehen und nee, so. Und so. Und hast du da vielleicht mal ein. Alter, das ist. Das ist ein bisschen tricky. Nee, warte, du musst so gehen, du musst so gehen. Ha. Also da kann ich nicht weiter, da gehe ich nur so. Oder machen wir das einmal so und dann drehen wir hier. Das ist doch vielleicht die bessere Wahl. Ah, ja. Das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Ich habe das schon ein bisschen geahnt, als ich hier diesen Hindernisparcours gesehen habe. Da dachte ich mir schon so, boah, nee, da musst du bestimmt hier wieder irgend so eine geile Durchschlängel-Action dir gönnen. Ja, und hier wird das wahrscheinlich genauso sein. Genau, und jetzt geht der kleine hoch. Ach Gott, das ist ja richtig prächtig. So, komm, der Große schiebt auch mal ein bisschen an. Ich hatte ja gedacht, dass ich dafür ein bisschen länger brauche. Oh, wartet mal. Ich habe ja meinen Timer gar nicht gestartet, ne? Nachher bin ich hier wieder total über der Zeit, ne? Das geht ja mal gar nicht. Aber jetzt haben wir den ja. So. Und wir haben diesen kleinen Viech auch schon nach vorne bewegt. Das ist eine sehr gute Sache. So, ich finde, das passt hier auch voll perfekt. Das sind richtig gute. Voll die schlauen Leute. So. Hier gibt es ja wieder so ein Balance-Sakt. Entschuldigung, so diesmal geht der Kleine vor. Aber weißt du was, wir gehen zusammen darauf. Wir sind doch keine Loser. So, ich hoffe, dass das hier der richtige Ort und die richtige Zeit ist. Also vor allem der richtige Ort. Ein dunkles Eckchen. So, das sieht doch wieder aus wie so. Ups. Das ist schon nicht. Das sieht wieder aus wie so eine Zwei-Mann-Action. Ach da! Na gut, dann gehen wir mal hier rein. Kann ich hier was machen? Kannst du hier was machen? Sicherlich. Und jetzt? Okay. Okay, können wir jetzt wieder irgendwie zurückgehen? Ja. Können wir tatsächlich. So, jetzt drehen wir uns vielleicht. Ich weiß nicht, wie ich mich hier drehen soll. Hallo? Ah! Das ist also der Trick. Und jetzt aktivieren wir das dort. Gut. Dann können wir hier auch weiter. Eigentlich ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Ups. Ich habe immer noch meine Schwierigkeiten, mit den beiden zusammenzulaufen. Ah,
Aber ich gebe mein Bestes. Ich hoffe, ihr merkt das auch. Schwupp. So, dann sprichst du. Und dann sprichst wieder du. Und dann sprichst wieder du. Und da sind ganz viele. Ups. Und da sind wieder ganz viele Glühwürmchen. Das ist ja einfach wundervoll. So, wir haben nochmal ein Safe gekriegt. So viel ist schon mal safe. Das sieht doch wieder eine Räuberleiter-Action aus. Komm her, Bruder. So, ich habe da aber kein Seil oder sowas. Deswegen nehme ich mal an, dass ich hier irgendwas machen muss. Aha. Am besten nicht sowas. So. Ich da jetzt rumklettern? Aha! Sehr interessant. So. Sehr interessant. Hä? Also da unten sind auch wieder so eine Riesen oder Trolle. Keine Ahnung, was das sein soll. Keine Ahnung, was sie da machen. Ich glaube, hier oben geht es wahrscheinlich richtig weiter. Wir gucken uns erstmal hier unten um. Oh, ich bin so gar nicht gut darin. Ich werde der kleine Wilsonfisch fangen, ne? Okay, er macht wieder nur Scheiße. War auch klar, dass er nichts Produktives machen konnte. Aber du fängst mir einen Fisch jetzt, ne? Nee. Könnte ich den theoretischen Fisch fangen? Ich glaube, die sind zu schnell für mich, ne? Ne. Also ich kann es auch gar nicht. Oder ich bin einfach nur zu blöd dafür. Man weiß es nicht. Alles ist möglich. Wow. Ich sollte vielleicht öfter mal die Kamera ein bisschen drehen. Ich glaube, das würde mir das Ganze hier um einiges erleichtern. Gut, dann gehen wir jetzt von der Seite hoch. Das wäre wahrscheinlich ähnlich gewesen. Kann ich hier was machen? Ja. Nee, nicht eher. Kann ich mich hier hinsetzen und die Aussicht genießen? Oh, kann ich tatsächlich. Voll cool. Erstmal ein bisschen entspannen. Aber es ist ziemlich schön hier. Ich frage mich immer noch, was das sein soll. Also wahrscheinlich irgend so eine alte verlassene Stadt unter der Erde. Könnte so eine coole Zwergenstadt sein. Vielleicht, ich meine, ich weiß ja nicht, wie genau die Fantasy in dieser Story abgeht. Aber Zwerge sind ja normalerweise dafür bekannt, unter Tage geile Monumente zu errichten. Vielleicht treffen wir hier noch einige. Oder vielleicht waren es auch nur Menschen. Oder vielleicht waren es diese Riesen, diese Trolle. Fragen über Fragen. Und ich hoffe auf Antworten. Obwohl ich denke mal, diese ganzen Apparillos hier... Das erinnert mich dann doch schon wieder so ein bisschen an Zwergen-Shit. Okay. Jetzt ist das Teil da aktiviert. Bruder, komm mit. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das hier... Ob das hier so... Wo soll ich denn überhaupt hin? Ne? Da drüben? Oh, nee, muss ich vielleicht von Seil zu Seil springen. Alter, das wird richtig hässlich. Ja, du nimmst gleich den nächsten. Alter. Das ist heftig. Aber ich kann mich hier abseilen. Zum Glück. Ich hätte jetzt keinen Bock gehabt, irgendwie von Kette zu Kette zu springen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Aber ich will ja nichts sagen. Vielleicht erwartet uns sowas ja noch. Auch wenn ich es nicht hoffe. Was macht der jetzt? Achso, der macht das Ding da auf. Da war das vorher zu. Ach, guck mal, das geht zu, wenn ich das nicht drehe. Alles klar. Interessant, dann muss ich nämlich dahin. Aber was wird denn aus dem Kleinen?
Okay, dann gehe ich mal weiter. Warte, was die sich da einfach für ein Abenteuer gönnen, das ist. Ah, nimm mich mit! Verdammt. Ja, auch zu weinen. Onatanai! So. Jetzt können wir die auch zumachen. Fuck. Ich habe schon wieder losgelassen, wie so ein Spastier. Was ist denn? Und den muss ich jetzt alles normal machen. Das ist ja richtig ätzend. Das ist ja richtig ätzend. Aber dass man einen Moment mal. Da werden die Finger mal ein bisschen schlapp und dann auf einmal zack, ist es geschehen. Boah, das ist ja richtig kacke. Das ist richtig kacke. Na gut. Da machst du nix. Spring, mein Kleiner, spring! Ja, das ist übel. Das ist echt übel. Sollte ich vielleicht mal ein bisschen aufpassen, ein bisschen konzentrierter sein? Weil es ja doch wieder ein ganz schönes Stück, was wir hier nochmal machen müssen. Ätzend sowas. Och, mein Kleiner. So, du machst das hier. Wir schnappen uns gleich die nächste Kelly. Und dann geht's rüber. Also, ich könnte sowas ja nicht. Ich habe voll Höhenangst. Gut, da würde ich voll ausrasten. So, jetzt machen wir das Türchen hier auf. Oh. Verdammt. Da war ich zu langsam oder zu schnell. Je nachdem, wie man es sieht. So, das kann wieder zu. Ich weiß gar nicht, kann ich da einfach so rüberspringen? Ich will das jetzt echt nicht versuchen und nachher lande ich wieder im Dreck. Warten wir lieber erstmal hier. So. So, was hat mir das jetzt gebracht? Ich will jetzt gerne mal versuchen mit dem Kleinen, ob ich da vielleicht rüberspringen kann. Oh, kann ich tatsächlich. Perfekt. Perfekt. Bin mir jetzt auch gerade nicht ganz sicher, was das da geöffnet hat. Oh, kann ich hier nicht runterspringen? Das ist aber ein bisschen scheiße. Kann ich das vielleicht. Ach, warte mal, vielleicht. Ah, ich sehe schon. Okay. Ah, was ich das jetzt an. Was? Ich. Ich hab nicht weit genug ge. Och, zum Glück, ey. Ich dachte schon, ich muss diese ganze Scheiße jetzt nochmal machen. Da wäre ich aber echt ein bisschen ausgerastet gerade. Ich sehe gerade, ich habe nicht weit genug gerollt. So. Ich mache dann das wieder hier auf. Oh, verdammt, jetzt habe ich den verpasst. Voll cool eigentlich. Ich muss sagen, ich mag sowas auch voll gerne. Also ich sag jetzt einfach mal, es ist so eine Art Zwergenstadt. Also auch solche verlassenen alten Städte in irgendwelchen Fantasy-Spielen, wo man halt nicht so genau weiß, wer diejenigen waren, die sie erbaut haben. So. Ich wette, du musst wieder hier was machen, damit dein kleiner. So, es ist so richtig. Ich muss so gleich einmal zurückfahren, ne? Ja. Ne, ich fahre mal lieber in die andere Richtung. Also ich bin ein bisschen an. Ach so. Ich dachte schon, warum stockt das gerade so? Weil ich dumm bin. Das ist ein bisschen so an die Elder Scrolls-Dinger mit diesen Dwemern, wisst ihr? Das waren ja auch so eine Art Zwerge und die haben ja. Also es gibt ja keine Zwerge so in der Welt von Elder Scrolls. Zumindest nicht mehr. Aber was man halt immer mal wieder sieht, sind halt ihre coolen Ruinen.
Das fand ich in Morrowind schon damals ziemlich geil. Ich weiß gar nicht, ob es sie in Oblivion auch gab, aber ich glaube ja. Und in Skyrim? Doch, in Skyrim war ich auch auf jeden Fall in einer gewissen. Aber. Das ist schon ein bisschen her. Ich habe sowieso überlegt, mal wieder Skyrim zu spielen. Ja, Atta. Halt so für mich mal, weil ich hab's halt nur 100 Stunden gespielt und auch so eher so halbweit. Und gerade jetzt, nachdem ich echt enttäuscht bin von Dragon Age Inquisition, also nicht unbedingt vom Spiel selbst, sondern halt von dem Support, der nicht existiert und der Tatsache, dass jetzt nach fast 2 Monaten immer noch überhaupt nichts getan wurde. Irgendwie kann ich das hier nicht. Oh, nee, nicht wieder so. Jetzt habe ich den falschen bewegt. Das geht aber nicht. Alter, was soll ich denn hier jetzt gleich machen, ne? Jungs, ihr lebt gefährlich, das ist euch hoffentlich klar. Ja, ist richtig. Ist vollkommen richtig. So, warte mal dann. Ich bleibe jetzt erstmal hier hängen und schicke erstmal den Kleinen auf die Reise. Ups. Wieso? Ich glaube, ich lasse mal irgendeinen Knopf los, nicht die. Ja, okay, ich bin anscheinend zu weit weg. Komm, ich komme wieder ein Stück zurück, mein Kleiner. So. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen nach da. Ich glaube, mit ihm kann ich ja einfach hier einmal runtergehen, ne? Ja. Ich bin einfach zu blöd für diese Steuerung. Egal, wir machen jetzt mal einen Cut. Und in der nächsten Folge geht es ein bisschen konzentrierter weiter. Ich weiß nicht, es ist eigentlich gar nicht so schwierig, aber ich weiß nicht, warum ich immer wieder ins Wort scheitere. Aber meine Finger kriegen dann so eine Spackung und denken, sie müssten von der Taste weg. Ich weiß es auch nicht, ganz schlimm. Egal, nächste Folge geht es konzentriert weiter. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei. Sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge Let's Play Brothers. Bis dann, auf Wiedersehen.